Ihr fragt euch, was jetzt wirklich alles mit The Hungering Deep kam. Ich werde euch alles über die neuen Auftraggeber, neue Items und auch über alle neuen Anpassungen erzählen. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Was uns als erstes auffallen sollte und was nicht sehr spektakulär ist, sind neue Ladebildschirme. Aber ich muss sagen, ich finde es schön, dass wir mal wieder ein bisschen Abwechslung dort haben. In den Tavernen von Sea of Thieves finden wir jetzt die Bilge-Rats, die Schiffsratten, die eine Art Auftraggeber sind, die auch die Quest um The Hungering Deep starten und wohl auch in Zukunft ins Spiel bleiben werden, um weitere Kampagnen anzufangen. Diese stoßen uns direkt auf die Kampagne rund um Merrick und die Suche nach seinen Tagebüchern und am Ende können wir dann seinen Erzfeind, den Riesenhai, bekämpfen. Wenn du Probleme hast, die Tagebücher zu finden oder den Hai zu beschwören, dann guck dir doch gerne mein Lösungsvideo an, ansonsten, wenn du dich nicht spoilern willst, auf keinen Fall angucken. Damit sind wir auch so ziemlich bei der spannendsten und am meisten erwarteten Änderung von The Hungering Deep, nämlich dem Riesenhai. Der ist ein neuer Gegner und während der Kampagne, die 2 Wochen dauert, ist dieser auf jeden Fall im Spiel enthalten. Er soll jedoch auch nach The Hungering Deep auf jeden Fall noch im Spiel bleiben. Ob man ihn dann noch beschwören muss oder ob er dann tatsächlich zufällig auftritt, bleibt noch abzuwarten. Als ein neues Item erhalten wir das Sprachrohr direkt zu Beginn der Kampagne bei Merrick. Das ist dazu da, um mehr Kommunikation zwischen mehreren Crews zu haben und einfach besser rausfinden zu können, ob jemand freundlich oder feindlich gesinnt ist. Wo wir gerade bei dem Thema sind, es gibt einige neue Designs für die Schiffsflaggen, was sich ja bereits viele gewünscht haben und was wichtig ist, man muss sich zu Beginn entscheiden und auf das Krähennest klettern, um dort eine Flagge auszuwählen, sonst segelt man ohne Flagge. Als weiteres Musikinstrument am Ende der Kampagne oder ziemlich am Ende der Kampagne erhalten wir noch die Trommel. Diese benötigen wir dann tatsächlich auch, um den Hai zu beschwören, und zwar in 5-facher Ausfertigung. Unseren Piraten können wir jetzt auch ganz gezielt mit Tattoos und Narben verzieren. Kommen wir jetzt zu allen neuen Anpassungen, die es im Spiel gibt, und das sind einige. Als erstes gibt es das Haijäger-Set, was ein sehr dunkles Set ist, rund um die Exploration, rund um den Riesenhai und ein sehr lang erhofftes Set für die Galeone und die Schaluppe ist. Außerdem erhält man auch als High-Theme-Ding eine Galionsfigur, sobald man den Riesenhai dann tatsächlich besiegt hat, gratis von Merrick. Ihr habt nicht so viel Geld, wollt aber euer Schiff mit Farbe schmücken. Naja, jetzt gibt es tatsächlich sehr billige einfarbige Segel, die euch gerade mal 7000 kosten. Die gibt es in Schwarz, Grün, Blau, Rot und Gelb. Jetzt gibt es außerdem noch die majestätische Herrscherkleidung und neue Farbvarianten von Items soll es auch geben. Für einige wenige von uns mag es wohl interessant sein, dass es außerdem ein neues leichtes legendäres Outfit gibt, sowie ein neues leichtes Geist-Outfit. Das soll den Sommer den legendären Piraten etwas erleichtern. Was haltet ihr von den neuen Inhalten, die mit The Hungering Deep kommen? Findet ihr sie sehr gut? Findet ihr sie eher schlecht? Oder findet ihr einfach, es sollte ein bisschen mehr oder vielleicht sogar ein bisschen weniger da drin sein? Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Wenn du mehr Sea of Thieves News, Gameplay, Tipps und Livestreams sehen willst, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, denn hier bekommst du täglich neue Sea of Thieves Inhalte. Dann sehen wir uns auf den Weltmeeren, wenn der Wind richtig steht. Ahoi!